Und hallo wieder noch einmal und willkommen bei einer weiteren Folge von Stellaris, Flucht nach vorn, wo wir einer Menschheit bla 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 bla. Okay, wir wollten uns das letzte Mal ein bisschen näher die Fraktionen hier angucken. Wir haben doch hier ein Fraktions... Da haben wir einen Fraktionsschirm, siehst du. Hier haben wir hier das, den Rat der wissenschaftlichen Effizienz. Ich weiß nicht, warum sie das nicht übersetzt haben, wenn sie alles andere übersetzt haben hier, aber das, die Namen nicht, auch nicht die von den Fraktionen, was wenig Sinn macht, aber ist halt dann so. Wird geleitet von Wissenschaftler Qiang Liang. Und die finden momentan gut, dass wir KI gestattet haben, dass wir technische Vorreiter sind. Also, wir sind mehr als technologisch gleichwertig als jedes andere Reich. Das ist schon mal ziemlich gut. Wissenschaft ohne Grenzen, was ist das? Wenn wir mit mindestens drei anderen Reichen Forschungsabkommen schließen oder uns in einer Forschungskooperative befinden, sorgt das für Zustimmung. Das heißt, wenn wir eine Föderation gründen, dann sollte das eine Forschungskooperative sein. Dann haben wir diesen Punkt auch auf grün und würden mehr Influence-Punkte kriegen hier. Momentan kriegen wir 0,3. Wir kriegen von unserer Xeno-Compassion League kriegen wir mehr. Kriegen wir 0,5. Dann hier Progress Promotion. Das sind, glaube ich, die... Ja, das sind die Pazifisten. Die Progress Promotion, das Progress Promotion Board. Da sind auch 131 Leute drin, also es sind auch mehr als hier die Wissenschaftler. Gehen wir einfach mal der Größe nach, damit wir hier, also das unsere größte, stärkste Partei, das ist die Xeno, was heißt Compassion, die Xeno-Mitgefühl-Liga. Was ein sehr unhandlicher Name ist für eine Partei. Die sind halt dafür, dass wir die Xenos gleich behandeln. Und möglichst viele Kontakte mit möglichst vielen Xenos machen. Da sind 141 Pops drin. Das sind vermutlich, keine Ahnung, wie viele Milliarden Leute. Das sind eine ganze Menge. 32% unserer gesamten Bevölkerung sind Anhänger dieser Xenoliga. Okay. Dann haben wir das Progress Promotion Board, wie gesagt. Das sind die Pazifisten. Die haben 55% Zustimmung momentan bei uns und 30% Unterstützung, das heißt ein weiteres Drittel. Also zum Beispiel, wenn heute Bundestagswahl wäre im Weltraum, würden vermutlich eine Koalition entweder von Xenos und Pazifisten oder, was auch reichen würde, von Xenos und Wissenschaftlern. Oder, was für eine Minderheitsregierung reichen würde, von den Pazifisten und den Wissenschaftlern. Die würden dann vermutlich unseren Galaxiekanzler stellen hier für unser Sternreich. Dann das nächste, was kommt, Peace and Order Movement. Also das ist Friede und Wissen, Friede durch Ordnung, könnte man vielleicht übersetzen. Das klingt ein bisschen ominös. Das sind die, das ist Wissenschaftler Meng Kong, der hier, es sind alles Wissenschaftler scheinbar. Ah ne, die Xeno Compassion League wird von einer Generaldirektorin. Ich denke mal, das wird eine sein von unseren, oder ist das direkt, ist das unsere Chefin? Ist das Weltraum Merkel? Okay. Generaldirektorin Sayatesh Kwaderi ist unsere Anführerin, das heißt, unsere Kanzlerin ist quasi Generaldirektorin und die ist die Anführerin der Xeno League, was auch Sinn macht. Sie ist also Parteichefin und gleichzeitig Anführerin unseres Reiches hier. Gut, Peace and Order Movement, wie gesagt, ist auch ein Wissenschaftler. Die wollen halt, dass wir möglichst autokratisch sind. Die möchten am liebsten Imperium, das heißt, das sind Monarchisten. Oder eine Diktatur, das heißt, das sind Monarchisten oder Faschisten. Sie sind antidemokratisch,
Differenzierte Gesellschaft, was ist das denn? Wenn für eine differenzierte Gesellschaft gesorgt ist, ganz gleich, ob es sich dabei um eine differenzierte Wirtschaft, eingeschränkte Staatsbürgerschaft, Sklaverei oder sogar Säuberung handelt, das sorgt für Zustimmung bei Peace and Order Movement. Also irgendwas ist hier noch differenziert. Ich weiß nicht, was genau. Ah, weil wir stratifizierte Gesellschaft haben. Das müssen wir noch abschaffen. Okay, Elitismus. Die Gestaltung von Richtlinien, von denen unsere Anführer profitieren, sorgt für Zustimmung bei Peace and Order Movement. Okay. Und extranationale Autorität. Die Ausweitung unseres Einflusses zur Dominierung von Untertanennationen sorgt für Zustimmung bei Peace and Order Movement. Das heißt, sie möchten gerne, dass wir Vasallen haben. Die möchten, dass wir Vasallen haben und die möchten, dass wir autokratisch geführt werden. Ansonsten sind die super zufrieden. Und wir kriegen sogar 0,1 Punkte, weil die haben nur 10% Zustimmung, was... Ich sag mal, 10% Nazis sind 10% Nazis. Aber wie gesagt, die sind weit entfernt davon, hier die Macht zu übernehmen. Und das, obwohl ich selber, glaube ich, ich bin selber... Ja, wir sind selber autoritär und fanatisch materialistisch. Also wir sind autoritär und materialistisch bedeutet in diesem Spiel halt quasi, dass wir halt Religion ablehnen und für Wissenschaft sind. Das ist nicht wirklich, was in der Politikwissenschaft materialistisch bedeutet, aber hier ist das so. Okay, gehen wir mal weiter. Jetzt kommen wir zu den Fraktionen, die alle an der 5%-Hürde scheitern würden. Defense First Movement. Okay, das sind so Militaristen, denke ich mal. Die hätten gerne eine unerschütterliche Verteidigung. Das Verbot uneingeschränkter Kriege sorgt für Zustimmung bei Defense First Movement. Ah, nee, das sind keine Militaristen. Alleine stark, wenn wir durch den Beitritt zu einer Föderation zulassen, dass das Überlebenskomitee der Terraner ausgebeutet wird um den Interessen. Das sind so Brexit-Leute. Okay. Das sind Isolationisten, sind das. Eingeschränkte Bewegungsfreiheit. Jeglicher Xeno-Zustrom, seien es Flüchtlinge von einem Migrantenabkommen, gedeckte Zuwanderer, sorgt für Missfallen bei Defense First Movement. Ja, das, ich glaube, hier haben wir die Nazis. Nicht-Angriffspakt mit anderen Reichen werden als notwendig erachtet. Frieden, wenn wir uns 10 oder mehr Jahre aus großen galaktischen Konflikten heraushalten, sorgt das für Zustimmung bei Defense First Movement. Ausgeweiteter Frieden, okay, also die sind hauptsächlich mit uns zufrieden, weil wir keinen Krieg führen. Ewiger Frieden, wo wir seit 50 oder mehr Jahren keinen Krieg führen. Isolationistische Diplomatie, da können wir nicht mit dienen. Aber die haben, wie gesagt, nur 2% die Rassisten hier. Also man unterscheidet zwischen den Monarchisten hier, denen egal ist, den im Grunde genommen egal ist, wer bei uns lebt und wer untertan ist, und hier den Defense First Leuten, die halt Aliens nicht mögen. Dann haben wir die Marshall Supremacy Alliance. Die möchten gerne eine aggressive Diplomatie, die haben wir momentan. Die möchten, dass wir was erobern, das machen wir nicht, weil wir keinen Krieg führen. Die möchten lokale Rivalitäten, also am besten, dass ich den Hisma, den Nachbarn, die mich nicht mögen, die Rivalität erkläre. Und die möchten auch imperiale Hegemonie, also die möchten gerne, dass wir Vasallen haben. Ja, was alles nicht passiert. Und hier haben wir das Mensch-Dominance-Movement. Das sind jetzt nicht, also wo das hier oben die Isolationisten waren, sind das hier unten... Dann tatsächlich die offenen Rassisten, so Mask-off quasi. Wir brauchen eine menschliche Generaldirektorin, das haben wir. Wir sind alleine stark, also wir brauchen keine Föderation oder so. Die Xenos sind entrechtet, das ist bei uns natürlich nicht der Fall. Keine Immigration. Achso, wir haben kein Migrationsabkommen mit anderen Völkern, darum sind die zufriedener. Und Dominanzbehauptung. Also die möchten gerne, dass wir Leuten Krieg erklären. Die sind also das genaue Gegenteil von den anderen Rassisten, was ein bisschen merkwürdig ist. Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das hier wirklich reinpasst. Mit den mögen keine Flüchtlinge, aber
Weil hier unten, das sind die Xenophoben ganz eindeutig. Also, was soll das? Ich verstehe das nicht. Aber die Parteien werden mit den Gesellschaftsethiken werden wahrscheinlich nicht so hundertprozentig übereinstimmen. Dann kann das schon mal sein. Gut, soweit wären wir. Um die brauchen wir uns nicht kümmern. Allerdings ist die Frage, ob wir weiter autoritär sein wollen, weil wir haben nur 9% Zustimmung. Wir könnten in xenophil gehen und wir könnten in pazifistisch gehen. Eigentlich sollten wir in xenophil gehen. Wir könnten die fördern. Fördert die Richtlinien und die Werte von Xeno Compassion League. Dies wird ihre Ethik für unsere Bevölkerung attraktiver machen, solange es aktiv ist. Es wird unsere Regierungsgesinnung. Achso, da brauche ich noch mehr Einfluss zu. Dann könnte ich. Dann könnte ich die Xeno Compassion League zur aktuellen quasi in der Verfassung festschreiben, dass wir nett zu Aliens sind. Das könnte ich machen, wenn ich insgesamt 500 Einfluss hätte. Das fehlt mir noch ein bisschen, aber dann könnte ich das machen. Dann würde ich hier voll von profitieren, glaube ich. Das Progress Promotion Board. Das sind Pazifisten, ja. Ja, also ich könnte das hier reinholen. Könnte ich machen. Dann könnte ich hier sogar. Momentan haben wir eine Oligarchie. Dann könnte ich sogar eine richtige Demokratie machen hier. Weil eigentlich sind die Einschränkungen der Bürgerrechte nicht mehr wirklich zu vertreten, jetzt wo wir relativ stabil an zweiter oder dritter Stelle in der Galaxis stehen. Insofern sollte ich das machen, wenn ich genug Einfluss habe. Okay. Aber kümmern wir erstmal uns um den anderen Kram hier. Wir haben wieder Gebäude, die wir bauen können hier. Nochmal Industriedistrikte und... Ah, siehst du. Die sind alle fertig mit ihren Upgrades. Mining. Hier. Achso, der baut schon. Okay. Sterntor Baustelle errichtet. Sehr gut. Hoffentlich haben wir jetzt auch genug, um die gleich aufzuwerten. Ja, haben wir. New Technology discovered. Gut, dann geht's weiter nach Pazifik. So, Rumpfstärke Schlachtschiffe, sehr gut. Baugeschwindigkeit Planetar machen wir mal. Wir machen mal alles, was selten ist. So, hier können wir jetzt das Habitat ausweiten. Gut. Was machen wir hier? Bam, bam, bam. Kotknacken. Gut. So, und hier. New technology discovered. Sternenbasenkapazität plus 2. Okay. Noch eine Sternbau. Dings. Synthetische Gedankenmuster. Ressourcen von Jobs plus 5%. Das klingt sehr gut. So, der kann jetzt New Technology discovered. Nach Seoul. Denn in Seoul haben wir unsere zentrale Handelsstation immer noch, obwohl wir da keine Erde mehr haben. Fortschrittliche Railgun. Okay. Was können wir hier mal hinbauen? Flüchtige Teilchen. So. Das ist immer noch ein Verwaltungszentrum, ne?
technology discovered. Ja, die synthetischen Gedankenmuster. Wollen wir die Kunstsammlung oder wollen wir das Hyperkomforum machen? New technology discovered. Und hier, Megakanone ist wie, wie der Tachyonstrahl für kapitale Schiffe. Das ist halt eine New technology discovered. Riesige Kanone, wir machen aber erstmal die Sturmfeuer, Autokanonen. Und dann hier die Neutronenwerfer. So. New technology discovered. Da, bitte, um Strafkolonien, wir brauchen die zwar nicht, aber wer weiß, vielleicht führt das zu anderen. Ist das bald mal fertig hier? 100 Tage noch. Dann haben wir unser erstes Sternentor. So, wie viel brauchen wir? 2500. Können wir gerade bauen. Sehr gut. Oh, warte. Bauen wir hier hin beim Habitat, damit Schiffe schneller flüchten können. Oh wow, eine bunte Vielzahl an verschiedenen Mega-Schiffswerft und die Mega-Kunsteinrichtung. Da wir den Rubrikator haben, der uns Artefakte herstellen kann, wäre die Mega-Kunsteinrichtung, wäre, glaube ich, ziemlich cool. Ne? Wir haben ja aber erstmal nochmal hier oben. Ja, das dauert noch ein paar Jahre, bis die fertig wird. Okay. So. Wir brauchen 20.000 Mineralien und 200 Einfluss. 200 Einfluss ist nicht das Problem, 20.000 Mineralien schon eher. Hier 9.000. So, dann können wir die Industriewelt hier upgraden. Auch das dauert 10 Jahre. 10 ganze Jahre. Aber von nichts kommt nichts. New technology discovered. So, ja, was haben wir hier jetzt für Sachen? Kinetische Batterie. Ich mache jetzt einfach immer das Billigste. So. Gucken, wie unsere Bevölkerungsentwicklung aussieht hier mit den... Ja, unser erstes Sternentor ist fertig, sehr schön. Irgendjemand anders auch Sternentore? Schwierig rauszufinden. New technology discovered. Oh, wir könnten unsere Flotte bald wieder ein bisschen vergrößern. New technology discovered. 1000 fehlen mir noch, okay. Kinetische Batterie, was ist jetzt am billigsten? Das hier. So. Vertrauenszuwachs und Vertrauensobergrenze erhöht. Das klingt gut. So. Ja, ich wollte mehr hiervon haben. Dafür muss ich irgendwas verkaufen wieder. Dann kann ich hier wieder Sternentor-Baustelle bauen. Wenn die Sterntore alle fertig sind, dann baue ich die Flotte auf. Und dann können wir hoffentlich auch langsam eine Föderation gründen. Ja, das ist immer noch ein...
Was können wir hier bauen? New technology discovered. Ressourcensilos. Oder ein bisschen Wirtschaftszonen. Ah, Wirtschaftszonen. So, Produktion, Bergbau. Was ist jetzt am billigsten? Das hier. Kenntnisse über die enigmatischen Tore will ich gar nicht. So, das bauen wir hier hin. Und dann Klontanks und das und Vergnügungsdings hier. Und. Oh, ich weiß, was wir bauen können. Zellimi Flüchtlinge treffen ein. Eine Flottille von Ziviltransportern mit Zellimi-Flüchtlingen vom Jalon-Order ist in unserem Raumbereich eingetroffen. Sie haben die Erlaubnis erhalten, sich auf Dänemark niederzulassen. Diese unglückseligen Vertriebenen wurden von den Jalon-Behörden gewaltsam aus ihrer Heimat verjagt. Seitdem ziehen sie von System zu System und suchen verzweifelt nach einem neuen Zuhause, bevor ihnen auch die letzten Vorräte ausgehen. Sie sind hier natürlich willkommen. Und Soran-Flüchtlinge, für die der gleiche Text gilt scheinbar. Okay. Auf Dänemark. Okay, wer ist gegen was hier? Ratsdenunzierung, Jibro-Star, dann ist die Jibro, mag ich die? Ich sag mal, ich bin dagegen. New technology discovered. Ich bin dagegen. Leute denunzieren ist scheiße. Bam. So. Pazifik 5 Habitat, die bauen was. Gut. So, dann gucken wir mal. Jalon Order brach ihr Defensivabkommen mit Hifna Unity, okay. Jalon Order, das sind also die, die hier Säuberung machen. Das sind evangelistische, sind wahrscheinlich religiöse Gründe, warum die Leute hier raustreiben. Interessant, interessant. Oh, das sind die Zivilisten. New technology discovered. Das wollen wir jetzt gerade nicht machen, weil die haben gerade Krieg, oder? Zellimi. Handelsabkommen anbieten. Achso, okay, das können wir alles machen. Kann euch leider nicht helfen, tut mir leid. Ihr seid zu weit weg. Maximale Fähigkeitsstufe. Fraktionseinfluss plus 1, sehr gut. Einfluss können wir gebrauchen jetzt. Und was wir auch gebrauchen können, New technology discovered. Ist ein Schluck Tee. Prost. Ah, sehr gut. Ethikänderungen bei Jibro Star Dynasty. Nach einer andauernden Phase wachsenden Zuspruchs für die Jibro Future Movement hat Jibro Star Dynasty die Fraktion schließlich akzeptiert und ihre Kernprinzipien und Richtlinien angenommen. Als Folge der Integration dieser Fraktion in ihre Regierung sind sie nach außen xenophobischer geworden. Das nicht gut. Okay. Gut. So, kleinere Artefakte rekonstruieren, da kann ich dann aus den kleineren Artefakten Technologie machen, was klasse ist, weil die kleineren Artefakte kann ich mir ja immer wieder neu machen mit dem Rubrikator. Und hier können wir uns jetzt... Oh, Schadenenergiewaffen, so. Und hier ist jetzt am billigsten, außer das will ich nicht. Technology discovered. So, und hier, meine Güte, das geht ja Schritt auf Schritt hier. 1000, 10.000. Der baut schon hier. Okay. Kann ich den ja gleich weiterschicken, wenn er hier bei 100% New ist. Technology discovered. Verwaltungslimit plus 15. Oh wow.
Das ist hier, okay, gut. So, Klonarmee, warum nicht? Klonarmee war noch nie was Schlechtes. So, und dann hier nach Quenos. Oh, es fehlen 12 Influence, okay. New technology discovered. So, dann Anführerverbesserung. Nährstoffreplikatoren plus 15% New technology discovered. Und hier machen wir mal Megakanone, oder? Ja, machen wir Megakanone, was soll's. Was soll's denn? So, was ich mir aber mal angucken möchte jetzt. Sterntor Nummer 2 ist fertig. Jetzt können die hier verlustfrei durchreisen, brauchen nicht durch das schwarze Loch-System durch. Ist natürlich eindrucksvoller, wenn die von hier nach hier verlustfrei könnten. Aber das passiert hier erstmal noch nicht. Obwohl, wir können hier mal eins bauen jetzt. So. Dann sind wir im Sol-System auch. Dann haben wir eigentlich schon eine ganz gute ganz gutes U-Bahn-System quasi für unser Gebiet. Eine Sterntor-Baustelle errichtet. Gut. Oh Gott, haben wir weder das Geld noch die Dinger für. Okay, hochrangige Diplomaten. Jetzt, wo wir zu den Sternen aufbrechen, ist unsere Diplomatie wichtiger denn je. Hervorragend. Indem wir unsere Ausbildungsprozesse überarbeiten und uns auf die langfristige Bindung von Talenten konzentrieren, können wir unseren Diplomaten die Mittel in die Hand geben, die sie brauchen, um als echte Missionare agieren und großartige Beziehungen zu Reichen aufbauen zu können. Diplomatische Akzeptanz wird besser, Abgesandte. Forschungsnexus Hub abgeschlossen. Okay, warte mal, das ist hier passiert ja wieder alles auf Mal. Abgesandte, die Beziehung verbessern, erhalten jeden Monat mit einer Wahrscheinlichkeit von 1% einen Gefallen. Das ist cool. So, und dann können wir hier wieder einen Aufstiegsbonus können wir kriegen. Zum Beispiel meisterhafte Erbauer. Wir könnten ein Archäologieprojekt, damit könnten wir die anderen Welten, die wir haben, in Archäologien verwandeln, wie wir das gerade mit dieser Artefaktwelt hier machen. Aber das wollen wir nicht, weil das sind alles Gaia-Welten. Das ist wunderbar unberührteste Natur, die finden wir besser. Sondern wir nehmen meisterhafte Erbauer. Das heißt, wir können zwei Weltwunder gleichzeitig bauen, was sonst nicht geht. Und die Baugeschwindigkeit ist um 50% erhöht. So, und hier gehen wir jetzt mal hin und gucken, ob wir das... Das bringt uns jetzt tatsächlich 330 Forschungspunkte schon. Und wir können das weiter aufrüsten. Allerdings brauchen wir dazu 15.000 Alloys, die wir nicht haben momentan. Also müssen wir da erstmal ein bisschen sparen. Aber das wird unsere Forschung schon ein bisschen beflügeln. Jo. Wir brauchen immer noch fast 7 Jahre hierfür. Okay. So, jetzt haben wir hier auch ein Tor. Hier haben wir noch keins, ne? Nee. Aber die sind schon, 2 Jahren ist das fertig. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, dass wir jetzt auch im Grunde genommen schon wieder fast fertig sind. Und dann beim nächsten Mal weitermachen hier. Wenn es wieder heißt, Stellaris, Flucht nach vorn, Menschheit, bla bla, bla 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 bla. Hinterlasst einen Kommentar und liked das Video, wenn ihr mögt, oder wenn nicht, dann lasst es bleiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. New technology discovered.
Oh, neue Technologie. Gigakanone ist fertig. Meine Güte, es geht hier alles. Ich könnte meine Roboter jetzt zu Androiden machen, die quasi von Menschen nicht mehr unterscheidbar sind. So wie bei Blade Runner. Hat eigentlich keine Nachteile, oder? Machen wir das mal. Okay. Geh mal auf Pause. Hallo? Ja. Gut, dann bis dann und tschüss.